Was geht ab, ihr Geistchen? Willkommen zurück zu einem neuen React hier auf Pizza TV. Heute mit Sebastian Hallo. Und Jonathan. Servus. Und wir gucken uns heute an den Tresor, der 5% des Goldes der Erde hält. Von einem grandiosen YouTube-Kanal, den ich persönlich auch sehr verfolge. Ich hab ihn da reingelassen. Ja, ja, das sind vielleicht andere 5%. Ja, Jay. Was ist denn mit dem mehr als 5%? Ein Kanal, den du sehr verfolgst. Wie heißt der? Half is Interesting. Noch nie gehört. Und der ist wirklich cool. Der macht immer so kleine Dokumentationen oder Wissensschnipsel, die dauern auch in der Regel gar nicht so lange zu allen möglichen Themen dieses Planeten. Da waren echt super Sachen mit dabei und wir gucken uns jetzt dieses Video an. In Nassau District of New York. Thousands of tourists and white-collar criminals walk down these streets every single day, but what a lot of them don't realize is that this rather ordinary-looking block sits atop just over 5% of all of the gold in the world. If I were to drill 80 feet or 24 meters straight into the earth on this sidewalk, I would wind up here. The gold vault of the Federal Reserve Bank of New York, responsible for guarding 6,190 tons of gold, the largest accumulation of gold in the world. Das ist nicht schlecht. And then shortly thereafter, I would wind up here. Jail. Ich glaube, das geht jetzt gleich erklärt, was die damit machen. Aber vor allem, wenn irgendein Land mal eine Atombombe da drauf ballert, ne, dann ist einfach 5% Gold der Welt gone. Ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres dann in der Sekunde. Schmilzt das? Als auf Manhattan eine Atombombe? Ach, vielleicht, eventuell. Nee, vielleicht als das Gold geschmolzen ist. Ja, meine ich ja. Und das ist einfach ein Block Gold da, boah, geil. Also nicht cool. So interessant. Mega geil. Because it turns out that it is not actually legal to tunnel into the basement of a federal bank. But this giant pile of gold underneath Manhattan is worth more than you might think. This gold needs to be here in order for the world economy to function. Why? Well, it's a bit of a long story. Before we can understand why the US government buried approximately 2 Jeff Bezos' worth of solid gold 80 feet under a Dunkin' Donuts, we need to understand how the Federal Reserve actually works. Because the Federal Reserve is one of those phrases that you probably recognize, either from the top of the dollar bill or from that speech your uncle gave at Thanksgiving where he tried to blame his sports gambling debt on the federal government. Cool, the Fed is a complicated institution and not one that most Americans actually understand. So let's break it. Naja, weil deren Banksystem ja irgendwie anders funktioniert mit der Federal Reserve, die aber, ja, wird er jetzt wahrscheinlich genau erklären. Im Gegensatz zu uns, mit der EZB, ist das ja anders strukturiert. Mhm. Back in the early 1900s, banks did not work. They were private businesses, so if one of them went belly up, everyone just lost their money. But it wouldn't stop there, because then everyone at the bank across the street would say, uh-oh, or egad, or whatever it was that people said back then, and take all of their money out of that bank. But since banks aren't designed to have enough money to pay out every single account all at once, that would kill that bank, and all of those people would lose their money. And that would keep happening to bank after bank until the whole economy collapsed, or one of the miscellaneous bearded guys that had more money than God decided to personally pour millions of dollars of their own savings into one of the banks to stop it from exploding. Now, I'm no doctor, but I'm pretty sure this is not how an economy is supposed to work. And sure enough, the US government thought so too. So they created the US Federal Reserve, which would basically act as a bank for banks. If there was a panic and everyone started taking their money out of a bank, that bank would borrow money from the Fed to pay everyone without going bust. There would be 12 central banks to serve different regions of the country. Goldbarren rüber oder was? Weiß ich nicht. Ja, die könnten ja auch einfach, also die müssen ja gar keinen Goldbarren machen, die können auch einfach Geld erstellen. Aber dann ist es ja doch wie die EZB. Also ja, die dann hast du doch Banken Inflation, Geld, oder nicht? Oder? Können die nicht einfach Geld erstellen. Ja, klar können die das. Klar, du und kannst, dann hast du also Inflation. Genau, so, genau. Aber dann hilft das doch den Banken auch nicht. Ja, aber exakt, das machen die aber. Ja. Die kreieren einfach Geld aus dem Nix. Genau. So, die haben, so die haben Geld das Monopol. Ja, genau, okay, die haben das wofür Monopol. Wofür brauchen die dann das Gold? Als Rück-, nee, als Gegenwert. Ey, pass auf, ich glaube, worauf er jetzt hinaus möchte, ist noch erstmal zu erklären, was die EZB, die Fed eigentlich macht. Ja. Wir sind noch nicht bei der Goldgeschichte. Richtig, die geben jeder Bank das Geld, was die halt brauchen. Für einen Kredit oder ähnliches. Das können die dich da leihen. Distributed in a way that totally makes sense, which of course means putting two of them in Missouri.
Anyway, blah, 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 fast forward a few years, America's looking at the numbers and has decided that it's now the best country. So they pitched an idea. What if America's central bank, the best central bank, was now a bank for other countries' central banks? And the other country said, so true, USA number one, and sent their gold to New York. So all of that gold under Manhattan, well, the vast, vast majority of it actually belongs to the central banks of foreign nations, primarily the Deutsche Bundesbank, Banca d'Italia, and Deutsche die Niederländische Bank. Now, if you're watching... Deutsche Bundesbank? Niederländische Bank, ja. Finde ich auch geil. This from one of those countries, you might be wondering why the hell your government handed over all their gold to the most nukable city on Earth instead of looking after it themselves, and that's primarily for two reasons. The first is the New York Fed's insane levels of security, which we'll get to in a second, but the second, weirdly, is convenience. Having all the government-owned gold for all these different countries in one place makes trading it really easy. If Germany needs to send the Netherlands several million dollars as a birthday present, they can just move the gold from one shelf to another without it ever leaving the vault. But since such a huge and sensitive... Ist ja auch nur noch so eine Theoretisierung von Wert, wa? Wenn dann einfach nur noch so in einem, ja, innerhalb von einem Tresor, ne? Von A nach B ich ist. Ich finde das aber auch krass. Also, was machst du denn dann? Also, ich möchte jetzt darüber nicht nachdenken, aber du kannst ja niemals mit Holland Krieg haben, also mit Amerika sowieso nicht, weil die haben dein Geld. So. Also, die haben... Aber ist das nicht so der Sinn von Interconnect? Du kannst ja das Geld auch vorher rausziehen. Wenn du wirklich beabsichtigst, die USA einzugreifen, dann kannst du ja sagen, okay, wir wollen unser Gold nach Deutschland zurückverfahren. USA, gib mal all unser Gold und danach bumsen wir euch. Ja, wenn du halt wenn du das... Ja, okay, dann wird es wahrscheinlich soweit sein. Und dann sagen die ja bestimmt trotzdem nicht nein, wenn es halt nicht ein Kriegszustand ist. Habe ich auch. Kannst du das Gold rausnehmen? Das ist doch so wie bei meiner Bank. Du kannst ja auch mein Geld rausnehmen. Genau, aber ich glaube auch, dass wirtschaftliche Verflechtung ja einer der Gründe ist, warum man sich nicht angreifen sollte. Ja. Es ist so ein bisschen ein Prinzip auch von der EU. Weißt du, Deutschland, Frankreich zum Beispiel. Das macht ja auch Sinn. Aber guck mal, Amerika ist schon echt weit weg. Und warum haben die nicht einfach Deutschland das bei der EZB geparkt? So gab es ja damals noch nicht. Hast du ja gesagt, als halt doch sicherer ist und weil du besser traden kannst. Ja. Also die Gründe hat er doch gerade aufgezählt, oder? Ja, aber mit Holland können wir auch bei der EZB hier in Europa handeln. Also ja, aber die gab es ja da noch nicht. Vielleicht ja, okay, aber wenn dann halt auch noch Afrika ist oder irgendwas von Afrika ist und irgendwas auch von Australien und Asien, dann... Richtig. Hat sich halt da etabliert. Wahrscheinlich liegt da sogar das russische Geld und selbst das wird wahrscheinlich auf Geldebene einfach behandelt wie jedes andere. Ja. Part of the world's economy is literally happening in this vault. It needs to be one of the most secure and discreet buildings in the world. So let's talk about how the vault actually operates. Gold enters the vault here, in the Federal Reserve Bank building. It's a fairly unassuming office building, 22 stories of limestone and middle-aged accountants, but on its western end is an elevator that descends 80 feet, or 24 meters, into the earth, beneath the city's power lines, gas pipes, and subway tunnels. This is about as deep as you can actually dig in this part of Manhattan, because the island's bedrock is located only 7 feet deeper and is structurally necessary to support the weight of the... Oh? Die haben Bedrock da unten? Wie geil ist das? Das ist wie in Minecraft. Das ist wie ein Mike. Es ist krass. Da kann man auch nicht mehr tiefer buddeln. Ja, wirklich? Das ist halt End of the World. Also, ne? Gehen nicht. Ja. This vault. The vault itself is 3 stories, comprising the bank's basement levels C, D, and E. The top level designed to hold securities, the second for storing currency, and the deepest level dedicated to the vault's gold, all surrounded by layers of steel walls and 8 to 10 feet of reinforced concrete. Now, I know what you're thinking. I'll just walk through the front door. Checkmate the Federal Reserve, but don't be so sure. The single entrance to the vault that all gold personnel and overconfident YouTube viewers need to access is this, a 90-ton solid steel cylinder that rotates to reveal a passageway into the vault when opened and forms a complete hermetic seal with its frame. Ich frag mich ja, ob es eine 45 schwere Tonne nicht auch getan hätte. Ja, also nee, dann wäre das nicht passend für... Ja, du musst es halt so... Also du musst es so unmöglich machen, dass da jemand einbricht. Ja, aber wer kann 45 Tonnen verschieben? Ja, nee, ja, das Ding nicht. Ist das wahrscheinlich halt der Hubwagen mit einer Tonne Gold, der muss da durchpassen, Bram. Ja, ich meine, dass die Tür einfach leichter ist. Nicht kleiner. Ach so, mich ja, nee, das ist auch halt generell, Stahl, dass man aber weiß, wie die Sicherheitsvorkehrungen funktionieren.
Wahrscheinlich weiß, nicht alle. Also das, was machen die, wenn da der Strom ausfällt? Dann können die scheiß Tür nicht mehr bewegen, dann ist sie zu. Ja. Gut, dann haben sie wahrscheinlich da Notstromaggregate. Ja, oder solange da halt, solange keiner da drin ist, ist halt auch okay. Weißt du, dann ist halt Gold halt für 2 Tage da drin, okay. Meinst du? Und dann verschieben die dann halt, wenn das halt freitags wird, verschieben die dann halt dienstags erst. Ja, aber dann ist irgendwie USA handlungsunfähig, wo sie nicht an ihre Goldreserven rankommen, weil, weiß nicht, I don't know. When closed, Vault, it's not only monitored by cameras and motion sensors, but it needs to be accompanied at all times by a team of 3. 2 members of the Gold Vault staff and 1 of the Fed's internal auditors. All of the doors inside the Vault need all 3 of these people. Wie werden die kontrolliert? Mhm. Die leben auch gar nicht. Ich habe mal wieder einen kleinen Goldbarren, habe ich mal wieder mehr in die Tasche gesteckt. Ne, die kriegen zum aber das geht ja, aber die Goldbarren sind doch genormt. Was? Die sind genormt. Da kann ich mir die nicht in die Tasche stecken, wenn die genormt sind. Ja, dann ist das auf jeden Fall schwieriger, weil dann ist halt kein kleiner Goldbarren, das sind ja immer so Megateile. Ich wollte auch gerade sagen, die sind auch heavy schwer, die Scheißdinger. Damit läufst du nicht mal eben easy durch die Gegend, glaube ich. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt halt einfach so ganz normale, so ein so aber keine trotzdem, 10 Kilo Goldbarren. Wie wird man das? Und müssen die da unten leben oder haben die auch ein Leben außerhalb vom Vault? Na, das sind diese, kennst du das nicht? Das ist doch in dem Film, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da gibt es dann so Achterbahnen dahin und dann hast du da so Kobolde und die bewachen quasi dann die Bank. Ah, ja, ich verstehe. Ja, jetzt weiß, worauf du hinaus möchtest. Mhm. So ähnlich. 12,4 Kilo wiegt ein Standard-Goldbarren. Ja, okay, 12,4 Kilo kannst du ja ganz normal raustragen. Ja, tragen. Ja, das riecht. Ja, ohne, genau, dass du auffällst. In deiner Tasche. In meinem Rucksack. Genau. Hast du mal deinen Hela-Gewürz-Ketchup-Eimer, 10 Liter, ne? Der müsste ungefähr genauso schwer sein. Ja, dann trage ich den in meinem Rucksack. Ja, ja, aber du darfst doch nicht mit einem Rucksack da unten rein. Ja, aber die gucken auch nicht rein. Das ist wie bei der Gamescom. Die gucken da eigentlich gar nicht rein. Du hast dann, zwei so Goldstuff-Leute, einen Federal Auditor und die ganzen Kameras. Das ist auch cool. Guck mal, Jonathan ist mit dem Rucksack heute da. Was ist denn, wenn die 3 in einem Team sind? Ja, dann hast du ja immer noch die Kameras. Ja, die 3 sind in einem Team. Die denken sich, boah, geil. Und dann hast du die Sicherheitsmänner in deinem Team. Ja gut, okay, wenn natürlich alle dagegen sind, dann hast du natürlich gewonnen. Dann kannst du gewinnen. Wenn die ganze Fett sich natürlich zusammentut, ja, geil, dann hast du gewonnen. Nicht die ganze Fett, das reicht ja nur ein bestimmter Bereich. Von das reicht doch schon, Leuten, wenn du der Fahrer einfach bist, vom Gold, um von A nach B zu bringen, dann biegst du einfach links ab irgendwo. Ja, kein Problem. Der Wagen wird bestimmt noch nicht gepeilt sein. Nein. Du kannst einfach links abbiegen. Und da fährt auch keine Polizeikolonne mit. Present to open them. So, if your heist plan involves dressing up as Vault Security, you'd better hope that you have more than one friend and that at least one of those friends is a federal auditor. Once in the vault, the gold is locked behind 2 more combination locks and 1 more padlock in 1 of 122 different compartments. Each of these compartments holds gold for a different country's central bank, but none of the vault staff actually know which one is which. They're marked with anonymous account numbers, so if one country wants to pay another country, they can have the vault move gold from one compartment. Ja, wobei man das ja schon so ein bisschen antizipieren kann, oder? Ich wollte gerade sagen, an der Menge von... Wobei, Naja, vielleicht hat ja Deutschland auch einfach 20 von den Teilen. Ach so, genau, ja, okay, das könnte natürlich sein. Südafrika oder Ägypten halt 3. Naja, also da... Ja, Ja gut, das ist natürlich ein Argument. Aber wer weiß dann, was man nehmen muss, um den Trade... Ja, das sind wie die Postleitzahlen hier, die 48.000... Ja, aber er hat ja gerade gesagt, die Angestellten wissen nicht, wem welches Fach gehört. Ja, ist doch egal, aber reicht für die Postleitzahl. Wenn ich aus Zimmer 1 2 Goldbarren nach Zimmer 5 holen muss, dann ist das doch egal. So, das ist, wenn halt immer dieselbe Menge an Gold drin sitzt. Ist halt nur blöd, wenn du halt aus Versehen in Zimmer 4 lieferst, wenn du dich vertust. Hm. Ja, dann wird es irgendwann verwirrend, glaube ich. Okay, weiter? Ja. Apartment to another without tipping off the vault staff that, say, Canada has finally decided to purchase Taylor Swift from the United States. And that's what 5% of the world's gold is doing underneath Manhattan. It probably doesn't concern you unless you run a foreign country central bank. And if you run a foreign country central bank, I really, really hope you're not spending your time watching Half as Interesting. Now, I know that you probably clicked on this video so that you can devise an elaborate plan to rob this gold vault to support your exorbitantly expensive habit of ordering an $8 coffee every single morning, but guess what? I have a better solution, and it's our sponsor, Trade Coffee. Geil. Nice. Guck mal, Hafer, ist natürlich vorbei bei Trade Coffee. Ja, der Link, den findet ihr natürlich in der Videobeschreibung bei denen. Und zwar unter drinktrade.com/HAI.
Ja. Bin Bock habt. War auch interessant, was. Also ich finde das krass, dass quasi die Amis unser Gold haben. Also das, ich weiß, ich hätte, also jetzt interessiert mich halt auch, wie das sich da unten, wie das da unten aussieht. Warum könnt ihr da mal nicht so eine Kamera hinschicken? Wirklich, warum könnt ihr nicht uns mal als YouTube-Channel da reinlassen? Ja, ihr müsst ja nicht einen YouTube-Channel nehmen, aber das würde mich halt dann jetzt interessieren. So, das ist der nächste Punkt. Jetzt habe ich halt die Theorie erfahren. Ich wusste ja nicht mal, dass das gibt. Fand ich das auch krass. Ja. Das wir wissen jetzt, wo all unser Gold liegt. Ein Flug nach Amerika lohnt sich jetzt doppelt. Und bis zum nächsten React. Haut rein. Tschüss. Tschüss.